Papa? Ja. Na, wie geht's? Auch noch ganz gut. Entschuldigung für die eine Pause eben. Mein Ich denke, Controller. hey, was ist denn nun passiert? Ich dachte schon, ich bin irgendwo raufgekommen, Nein, weißt du? mein Controller wollte, die sollten eine Entscheidung treffen. Mein Controller ging nicht, weil eigentlich sollte ich das ja mit dem rechten Analogstick machen. Und irgendwie hat das halt nicht funktioniert. Und ich dachte so, hä, okay. Was stimmt denn jetzt hier nicht? Also erstmal die erste Entscheidung verkackt, dann ins Menü, dann geguckt, ah, okay, Controller geht wieder, dann raus und dann die zweite Entscheidung Gracious. verkackt. So kann man es natürlich auch Ah, machen. schön. Ja, ne? Hab halt so die Beziehung zu meinem Bruder verkackt, aber hey. Juhu. Was sehen wir denn hier? Sehen Sie nichts? Lass das mal besser in Ruhe. Du bist dieser komische Conrad. Der kleine Arrogante. Überhaupt nicht abgehoben, der Kerl. Oh, geile Fotos. Alles klar, Kumpel. Ich weiß nicht, tauchen ist nicht so mein. Hätte ich besser gelassen. Lol, das war einfach mein Lichtbug. Alles cool, Brady. Wir sitzen oben. Hasta la vista. Ich hab. Ich komme nach Mach dir. du deine Licht an oder aus? Das ist, Komm, schweig ich mal habe kurz. einen Bug Wow, entdeckt. das ist voll daneben. Okay. Hey. Ich hab die Ausrüstung gleich startklar. Tja, danke nochmal für die super Ausrüstung. Geht doch nichts über Qualität. Aha. Was? Du weißt schon, dass ich dein bestes Stück nicht mit meinem Konto messen muss, oder? Ich will einfach, dass wir beide gleich viel investieren. In unsere Beziehung. Unser Geld. Oh, ich kramme Taschen. Dein Beitrag liegt woanders. Ist doch nur Geld. Macht alles etwas einfacher. Super, dafür ist es da. Mal ehrlich, ich bin gerade nicht so happy mit El Capitan. Ja, ich weiß. Bleiben wir erstmal cool. Cool? Warum? Hat keinen Sinn, sie zu verärgern. Wenn sie mich noch einmal daran hindern will zu tauchen, dann gibt's Ärger. Okay, Boah, was für eine aber Zimtzicke. provoziere sie nicht. Okay, ich stelle dann mal die Kreislaufgeräte ein. Den Rest machen wir Du hast dein die Bild erste gefunden. Vorahnung Cool. gefunden. Schrei, wenn es Ja. soweit ist. Ah. Ich weiß nicht, musst du das auch doch finden jetzt? Warte nicht, werde ich gleich herausfinden. Mal gucken. Naja, Name Felicity Dubois. Am 3.10.1983. Die Frau hat am gleich oder hat am gleichen Tag Geburtstag, wie mein Großvater Sieht nicht koscher aus. geboren wurde, also Geburtstag hatte. Am 3.10. 55 Kilo. Was die nicht alles wissen wollen. Ja, ne? Sind halt auch überhaupt nicht neugierig. Nein, ich wollte da nicht nochmal drauf. Nein, zurück, 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 zurück. Erstens, warum bist du so merkwürdig? Und zweitens, warum willst du mir zum ersten Mal in deinem. Was haben wir denn hier? Ach, das Ding. Auch mal an was anderes? Hey, Mädels lieben Süßes und ich bin lecker. Und was ist mit der Zählerei? Ah, fast vergessen. Brüderchen Hastmatte, Nummer 5. Mal ehrlich, ich bin gerade nicht so happy mit El Capitan. Sie ist okay. Sie hält sich einfach nur. Die Regeln hier draußen gibt's nicht ohne Grund. Ihr solltet das respektieren. Sie Zicke. Danke, ja. Ja.
sorry wegen vorhin. Alle sind einfach etwas... Wir haben das hier schon ewig geplant. Verstehe ich. Aber es gibt Regeln, Gesetze und Bräuche. All diese Regeln sind doch ganz einfach. Wie viel Erfahrung hast du denn mit solchen Tauchgängen? Ich war schon in ein paar Wracks. Bin kein Profi. Aber naja, erfahren. Wenn das hier dein erstes unregistriertes Wrack ist, solltest du wissen, dass man bestimmte Protokolle einhält. An euch alle, das hier könnte auch ein Kriegsgrab sein. Störung wäre illegal und unmoralisch. Weißt du was? Ich kann euch nicht aufhalten. Aber halt dich da unten an die Regeln und mach nichts, was mich später den Arsch kostet. Ah ja, immer diese Weiber. Furchtbar. Wer denn überhaupt die... Hieß es nicht immer, Frauen bringen Unglück an Bord? Weißt du, ich oder wir sind Frauen. Ich rede schlecht gegen Frauen. Oh, Captain, mein Captain. Hier draußen gibt's nicht ohne Grund. Ihr solltet das... Schön. Die Flaschen warten auf euch. Ich glaube, Julia hat echt alles eingepackt. Shroud of Innocence. Okay, das Buch ist schon viel gelesen worden. So kann man es auch sagen. Hier gelten Gesetze, Bräuche, denen gebührt Respekt. All diese Regeln sind doch ganz einfach. Wie viel Erfahrung hast du denn mit solchen Tauchgängen? Oh, ich habe Erfahrung. Da, wo es drauf ankommt, verstehst du? Ja, verstanden. Und ignoriert. Du gibst nicht so schnell auf, was? An euch alle, das hier könnte auch ein Kriegsgrab sein. Was geht? Alles klar? Sorry, das Bierchen war dann doch zu viel. Hey, gehört alles zum Abenteuer. Tut mir leid, dass ich alles versaut habe. Keine Panik, das ist alles nicht so schlimm. Ruh dich aus, komm einfach nach. Du willst ja eh nicht auf mich hören. Aber wenn du einen Teil aus dem Wrack mitnimmst, sind wir alle Kriminelle. Hey, was geht, Bro? Bro drin. Na, knutschen. Papa, hey! Du hast eine Freundin. Und? Ist deine Schwester. Oh, du meinst auch, bleibt in der Familie, wa? Ja, genau. Nee, nee. Jetzt gib doch mal den Zucker hinterher. Komm. Und das in der Kabine frei. Nee, da liegt dein Bruder und kotzt sich die Seele aus dem Leib. Ja, passt. Ist ja nur mein Bruder. Hey. Hallo. So, nun? Jetzt gucke ich mir nochmal den Führerschein an. Ich stelle mir jetzt einfach gerade die Frage. Und nun? Huch, Entschuldigung. Hi. Ach so, okay. Ja, ich wollte wissen, das ist halt doof gemacht, wenn man sein Ziel, die Ziele sehen will, mit wem man reden muss. Ne, was man machen muss, dann muss man immer ins Menü rein. Das ist ein bisschen ätzend. Nur so dezent. Nur so ein bisschen. Mhm. So, wie geht's jetzt weiter? Okay. Also, mit ihr reden. Das ist das Kreislaufgerät. Viel cooler als normale Atemgeräte. Das Ding nimmt all das CO2, das du sonst ins Wasser bläst, und bereitet es wieder auf. Und verringert beim Auftauchen die Dekompressionszeit. Echt klasse. Okay. O2-Check fertig. Wow, immer mit der Ruhe. Check erstmal dein O2. Danke für deine Hilfe. Oh, hey, Leute.
Gott, warum schreist du so? Hatte ich fast vergessen. Auf der Tauchkamera habe ich dieses Riesenloch am Heck gesehen. Babum! Da geht's in den Flieger. Oh, ganz gut, Mann. Danke, Conrad. Okay, ihr Clownfische. Ich guck mal, was Fliss gerade so treibt. Benimm dich, Conny. Hab den Bangstick. Das habe ich schon gehört. Aha. Schon mal benutzt? Kinder, gegen Haie? Nö. Und vergesst bitte die Regeln nicht. Vielleicht schmeißen wir das Ding heute Nacht nochmal an. Nur für uns beide, ganz allein. Mit Bangstick oder ohne? Da platzt der Bugkabine glatt ein Bullauge. Eda, Captain. Kleines Bier mit dem ersten Offizier. Du bist nicht mein erster Offizier. Zweiter Offizier. Nein. Alles fit, Schiffsjunge? Immer noch nein. Dein spendabler, gut aussehender Kunde bittet darum, ein goldenes, kühles Gebräu mit dir genießen zu dürfen. Nee, ich muss mich auf deine Freunde konzentrieren. Nettes Boot hast du hier. Wie bezahlt man sowas? Du weißt, dass man eine Lady nie nach Geld fragt. Okay. Ich kaufe mir nur bald selbst ein Boot und dachte, du hast vielleicht Tipps für mich. Es wäre mir eine Freude, dich um dein Geld zu erleichtern. Diese Person, ey. Ich sorge lieber dafür, dass die Duke of Milan mit auseinanderfällt. Unglaublich. Ei, ei. Klar, Mappa darf tauchen. Und ich? Ich darf hier sitzen. Das war ich diesmal nicht. Hä? Was denn? Dass ich kurz Pause machen muss. Oh, alles gut. Alles gut, alles gut. Willst du mit mir allein sein? Wieso bist du jetzt oberhalb vom Wasser und ich unten? Außerdem habe ich schon was verkackt. Ich habe dezent aus den Augen gesehen. Weiß ich nicht, aber die Frage habe ich mir halt auch gestellt. Meinte eben nur so, ja gut, toll. Jetzt sind sie hier oben und Mappa hat unten im Wasser ihren Spaß. Ich hätte gern andersrum. Du, ich bin ganz froh, dass ich hier oben bin. Ich weiß, was da unten passiert. Ja, schön. Mach auf die Klein. Also für mich ist es gerade sehr gut. Ich bin da sehr dankbar gerade für. Das freut mich. Ja, mich auch. Ich habe nur gehofft, dass ich nicht ins Wasser muss. Schön. Dafür muss ich bei den Jumpscares leiden. Am Anfang.
Du meinst auch, das gleicht sich aus, ja? Ja. Das ist gleich eine Gerechtigkeit. Oh. Okay. Oh, wir beide. Warum behalte ich die bloß? Weil Daria hat ein Bild gefunden. Mhm. Ein sehr interessantes. Habt ihr hier kein Klo? Oder war das Klo? Und so. So, gucken wir mal nach Kotzi. Oh, Mappa hat ein Geheimnis gefunden. Wie läuft's? Umgehauen von einem Bier. Mann, ich bin eine Lusche. Oh ja, das bist du. Wollt ihr vielleicht nicht alles antatschen? Finger vom Alkohol. Oh doch. Dem Meer kann sowas böse touch enden. Me, baby. Unfall. Alles klar. Touch me, baby, what more time? Was weißt du über dieses Wrack? Gerüchte? Und Theorien. Ich hatte die Spekulation satt und wollte sehen, ob hier wirklich etwas ist. Und das Interesse an Geschichte? In der Schule davon gelesen. Und dann habe ich gehört, mein Opa war in der Navy und hat jede Menge Orden. Ich wollte wissen, was er alles so erlebt hat. So hat's angefangen. Ah, drehen um. Hoffentlich respektieren sie den Ort. Guck. Menschen starben hier. Sie verstehen die Regeln, ganz sicher. Aber ich weiß nicht, wie das mit Julia ist. Julia hat Alex um den kleinen Finger gewickelt. Ich muss wieder rauf. Dann bis später. Ah ja, okay. No, ich wollte lesen. Okay. Verlies du Bos Duff Avenues. Okay. Kontonummer 0732582. Sehr geehrte Frau Boy. Mit diesem Schreiben weisen wir Sie formell darauf hin, dass Sie mit der Tilgung Ihrer persönlichen Darlehens im Rückstand sind. Die Restschuld beträgt gegenwärtig $24.783. Am 1.8.2019 war eine Tilgungsrate in Höhe von $3.481 fällig. Dieser Betrag ist seitdem überfällig. Sie haben mehrere Zahlungsaufforderungen sowie Gesprächsangebote hinsichtlich einer Umschulung ignoriert. Sollte der fällige Betrag $3.481 nicht am 30.08.2019 bei uns eingehen, sehen wir uns gezwungen, die Zwangsversteigerung ihres Sicherungsobjektes der Motorjacht Duke of Milan zu beantragen. Bitte handeln Sie dementsprechend mit freundlichen Grüßen, Schatzveran, Kundenberater. Okay. Passt. Geh da hoch. Geh da hoch. Okay. Hey, alles senkrecht? Du scheinst deine Auszeit ja in vollen Zügen zu genießen. Ich habe viele Talente. Blöderweise gehört Charme nicht dazu. Ah, mein Charme ist wie ein Boomerang. Oh no. Was wollen Sie? Kein Boot der Küstenwache. Wir gehen nicht in den Knast. Was machen wir jetzt? Wir machen gar nichts. Ich bin der Captain. Sei still und lass mich reden. Verstanden? Macht er sowieso nicht.
Leute, wir haben Taucher im Wasser. Hey, das Boot ist kaputt, siehst du? Unser Boot! Ja, der ist schuld! Ist kein Problem. Was meinst du, würden 10 Mäuse reichen? Mein Fehler, sagen wir 20. Vollspacken. Oh Mist, meinst du doch eher 30? Krieg ich noch hin? Okay, Jungs, ihr könnt echt gut feilschen. Schon gut, hier, nehmt einfach den ganzen Pott. Böser Fehler. Wir hauen ab. Los! Brauchten wohl kein Geld. Du Vollidiot. Was? Sie sind weg, oder? Du bleibst trotzdem ein echter Vollidiot. Danke, Conrad. Klingt bei dir aber komisch. Du bist das Letzte, Conrad. Nicht das Letzte. Ich bin das Beste. Klappt's denn? Ich bin wirklich sprachlos. Tja, wenn dir noch was einfällt, ich bin da und flirte, was das Zeug hält. Bah! Zwinker. Aha, der hat jetzt ernsthaft Zwinker, Zwinker gemacht. Okay, sie kommen jetzt wohl wieder rauf. Was für Kasper, ja. Gerade so schön. Zünden wir den Grill an. Oh, nimm mich, ich bin dein Grilljunge. Anzünden geht klar. Den Jungen schminkt dir mal ab. Aber nein. Einfach nein. Scheiße! Verdammter Mist. Kannst du los sein. Oh, sorry, Fliss. Echt jetzt. Erst nachdenken, dann machen. Schon mal gehört? Das wäre schlau. Hey, was zum Teufel ist hier los? Was war denn los? Alles cool, Mann. Alles wieder im Lot. Einfach meinen Grill in die Luft gejagt. Conrad, bist du bescheuert? Was war mit dem anderen Boot? Diese Fischer sind voll in die Tauchleine gekracht. Wen juckt's? Ist doch egal. Mich interessiert, was ihr gefunden habt. Tja, das Flugzeug. Es ist riesig. Voll mit coolem Zeug. Oh mein Gott, Leute, könnt ihr mal alle eine Sekunde still sein? Holy shit! Alter, Glückwunsch! Gut gemacht. Komm rauf und wir feiern. Oh, was hat Mappa denn da schon wieder angerichtet? Was soll das denn? Was macht die da hinten den Antrag? Sie lernen wohl diese unerschütterlichen Abenteurer kennen. Alex und sein kleiner Bruder Brad wollen mit den großen Fischen schwimmen. Oh ja. Und beide haben Angst vor der Tiefe. Und Julia, die große Liebe von Alex. Und sie fühlt ebenso. Was ist mit Conrad? Ein Draufgänger, könnte man sagen. Oder vielleicht eher arrogant? Und dann ist da Captain Fliss. Stark, direkt und stur. Sie scheint mir irgendwie immun gegen Conrads Charme, zumindest bisher. Ich versichere Ihnen, sie halfen Ihnen, Entscheidungen zu treffen, die Sie später schätzen werden. Gute Arbeit. Hallo Leon. Einen wunderschönen guten Abend dir. Wie geht's dir? Wir waren gerade erst dem sicheren Tod entkommen und... Naja,
So sicher war es nun auch nicht. Und dieser Klopskopf. Klopskopf? Dieser Klopskopf holt einen Ring von wer weiß woher. Genau, wo war der Ring eigentlich? Ein Gentleman. Oh, das wüsste dir gern, wo der Ring war. Diese Lady war beeindruckt. Ja, gut gemacht, Bro. Bro. Konrad nicht erst Fliss helfen und dann mehr Bier holen? Vielleicht hat er gedacht, hey, ich trinke mal eins und wurde betrunken. Und er hat uns vergessen und weitergetrunken. Und weitergetrunken und dann war alles weg. Klingt, als hättest du Erfahrung mit dieser Art Phänomen. Genau, so geht das schon seit Jahren. Ich suche ihn mal. Oh, da steckt ein Geschoss im Flugzeug. Huh. Es ist unter Deck, wenn du mal gucken willst. Und? Zukünftige Mrs. Julia Smith, wie klingt das für dich? Ja, Mopper bleibt in der Szene. Über eineinhalb Stunden Final nun den Abend abklingen lassen. Ja, schön. Ich hoffe, du hattest Spaß in Final. Was hast du denn Feines gemacht? Hast du irgendwas Besonderes gemacht oder hast du nur eine Story gemacht? Wir hatten ja vorhin auch ein bisschen Final gespielt, da habe ich ja ein paar Dailies gemacht. Und eher. Nun spiele ich mit Mappa, die ist aber gerade noch stumm, weil sie selber noch in der Szene ist. Man of Medan. Also, ja. Noch geht's gut. Weil ich fast so einschlafen bin. Schlaf doch! Ah, oh, Bilderchen. Alles geplant? Ich war an der Leine? Oh, scheiße, dieses Abzeichen. Conwyn Island. Ich hatte recht. Seenotrettung, Coney Island. Huch. Hey, mein Bruder gesehen? Oder Fliss? Aber mal was stellt. Ach ja, stimmt. Abgelenkt. Bist ja bei Mappa Mod. Na gut, zur Not, ich bin ja auch Mod. Dann zur Not gucke ich dann halt rüber. In aller Not, falls du schlafen solltest. Irgendwas Magisches. Ich möchte mich offiziell für meinen Bruder entschuldigen, der hier geile. Huch, nein! Oh, ich bin noch. Mama bringt mich heute um. Heute wurde MSQ und ein paar Dandos bis. Ach ja, das Bier. Bin jetzt bei MSQ Level 25. Da habe ich in Werbung 5 Follower gemacht. Glückwunsch! Das freut mich für dich. Das freut mich für dich. Warum steht denn die ganze Zeit RTE? Ich kann doch eh nichts machen mit RTE. Okay, wo wir schon alle hier sind, sehen wir uns doch den Navigator-Blog an. Vielleicht finden wir raus, warum das Flugzeug. Ich kann nichts machen mit RTE. Okay, ich hole. Warum steht das bei mir? Hey. Nein! Hast du den Blog, Meistertaucherin? Oh, nein, noch nicht. Herzlichen Glückwunsch, Mann. Wirklich. Dass Man of Medan nicht so schlimm ist, aber witzig. Ich kann es doch gar nicht glauben. Also ich habe Man of Medan letztes Jahr zu Halloween gespielt und ich fand es furchtbar. Aber ich habe es nicht durchgespielt, weil Julia, ich muss mal kurz mit meinem Bruder sprechen. Also allein. Also mega Angsthase. Warum beim Tauchgang? Es sollte in Erinnerung bleiben. Nur nicht so in Erinnerung. Eins muss ich dir lassen. Die Frage der Fragen auf dem Grund des Meeres zu stellen, ist ziemlich romantisch. Dass du mal sesshaft wirst. Ich bin stolz auf dich. Ohne dich hätte das nie geklappt, Bro. Ich hab Nahrungskraft gekriegt. Was meinst du damit? Meinem Herzen folgen? Also, so kitschig bin ich auch nicht. Und ich meinte das Studium. Egal. Brüder für immer, Bro. Und? Morgen wieder darunter? Bin dabei. Kannst kaum erwarten, mir die Kiste anzusehen. Hey, hast du den Blog? Ausgestellt, dass ich nun die Zuschauer das Schreck und dann lachen, was heißt. Ja. Bei mir wechselt das so und manchmal ist er leise, manchmal nicht. Ja, hab ich. Ich meine, hatte. Inzwischen ist Schluss. War mir zu viel. Frauen, stimmt's? Ja, Frauen. Die gibt es. Genau hier.
Irgendwie wirkt das gerade alles so ein bisschen abgehakt. Wird so nicht. Wie immer kein Widerstand. Okay, Leute, hört mal her. Mandschurei-Gold. Wer hat Lust, ein paar Schätze zu heben? Also, Captain, Koordinaten? Ja, das sind Koordinaten. Vielleicht das Ziel des Flugzeugs? Glaubst du, wir kommen bis morgen dahin? Dauert ein paar Stunden, wenn das Wetter so bleibt. Wow. Habt ihr noch mehr? Das Flugzeug wurde wohl abgeschossen. Das war ja übersät mit Einschusslöchern. Ich habe eine Kugel im Rumpf gefunden. Und es war voller Rettungsflöße. Wurde wohl abgeschossen, bevor sie die abwerfen konnten. Hat nur eins gefehlt. Auf den Fotos von Alex trägt eine der Leichen ein Flugabzeichen. Das heißt, die Crew stammt von der Insel Conwin, mitten im pazifischen Kriegsgebiet. Ich sag's ja. Leichtsinnig, alle zusammen. Wie bitte? Ich habe euch gesagt, ihr sollt alles da unten lassen. Ach komm schon, das haben wir doch schon durch. Mir geht's nicht ums Gesetz. Nein, hey, sie waren respektvoll. Nein, ihr habt getan, was ihr wolltet. Was ihr auch habt, ihr habt zu viel. Oh, Mappa trifft eine Entscheidung. Komm schon, niemand weiß, dass wir da unten waren. Und ich glaube, Geister reden nicht. Ihr Amis seid doch alle gleich, oder? Keinen Respekt vor Traditionen. Ihr hättet überhaupt nie zu diesem Flugzeug runtergehen sollen. Das bringt Pech. Ihr meint, ihr könnt da unten alles ohne Folgen plündern, aber jedes einzelne Teil, das ihr mitbringt, hat eine Seele. Es ist wie ein Geist, den ihr nach oben einladet. Und wieder. So habe ich nie darüber nachgedacht. Du denkst nie über irgendwas groß nach. Na, hab auch noch nie so coole Geistergeschichten gehört. Das sind keine coolen Geistergeschichten. Das ist kein Spaß. Leute sind ertrunken und ihr müsst ihre letzte Ruhe respektieren. Genau. Brad, genau. Kennst du eine Gruselstory? Ja, ich hab was gehört, das hier irgendwo passiert ist. Lass mal hören. Wir können was Gruseliges brauchen. Raus damit. Dein Seemannsgarn ist bestimmt gut. Die ist aber echt krank irgendwie. Mach uns Angst, Brüderchen. Okay, los geht's. Eine wahre Geschichte, die genau hier passiert ist. In einem alten Leuchtturm. Klassisches Szenario. Warte, sie soll wahr sein? Wo hast du sie her? Ach nun, bei den Docks habe ich einen steinalten Mann getroffen. Haut wie Leder, Augenklappe, Holzbein, die ganze Palette. Ja, natürlich. Für einen Dollar erzählte er mir alles. Klingt cool. Der Leuchtturm stand auf einem Atoll, isoliert vom Rest der Welt. Ein einsames Licht in der Nacht, Zuflucht der Matrosen. Der Leuchtturmwärter hörte die Wellen aufs Ufer schlagend. Eines nebligen Morgens trifft er eine Frau. Sie ist voller Blut und stolpert den Strand entlang. Er eilt ihr zu Hilfe und sie fällt schluchzend in seine Arme. Während er sie eilig zum Leuchtturm bringt, fragt er sie, wo sie herkommt. Er verschwendet keine Zeit. Lässig. Das ist er. Die Frau sagt, ich wohne hier, im Leuchtturm. Meine Eltern sind gerade oben. Wendung. Natürlich sagt der Leuchtturmwärter, das kann nicht sein. Er lebt seit Jahren allein und die Frau wird hysterisch. Und schwört, ihre Eltern seien oben. Also gehen sie nach oben und da, verteilt auf dem Boden, liegen ein Mann und eine Frau, brutal ermordet mit einer Axt. Also, man muss jetzt aber ins Bettchen. Ich meine, wer benutzt denn heute noch Axt? Viel Spaß dir noch. Danke, Leon. Und dir eine wundervolle gute Nacht. Okay, gut. Dann war es ein Fleischhaken. Sie wurden damit aufgeschlitzt und an den Schwachen gehängt. Gute Nacht, Leon. Und vielen lieben Dank, dass du noch reingeschaut hast. Igitt. Okay, also, wer war's? Papas Antworten sind halt echt genial. Die Frau sagt, das war mein Bruder und wendet sich dem Schrank zu. Versteckt sich da drin. Ah, super, der Bruder hat Schuld. Der Leuchtturmwärter kriecht rüber zum Schrank, öffnet die Tür und da ist ein Mann im Schrank. Aber er hat sich die Eingeweide mit dem Fleischhaken herausgerissen. Voller Entsetzen geht er hin und betrachtet das Gesicht des Toten. Näher. Näher. Und er sieht sein eigenes Gesicht. Dann quellen die Augen aus und er schreit. Oh, super, Mendo. Schön. Nicht schlecht, Kleiner.
kleiner. Ich muss jedes Mal denken an das Ding mit Dufte denken. Ach komm, das war nicht gruselig. Das war ganz schön. Da fällen die Augen komplett raus. Okay, ihr hattet alle euren Spaß. Ah, ja, schön. Schlafen gehen, das Wetter wird schlecht. Nein. Denn gemäß den Standardschiffsregeln müssen wir noch ein Bier trinken, bevor es in die Haie geht. Was für Regeln sind das denn? Das sind die Standardregeln des Institutionsprotokolls unter Division 1099. Ja, klar. Wo hast du das gelesen? Im Internet. Oh, also sagt dir eine Website, dass du unter allen Umständen Bier trinken musst? Ja. Ich befolge nur Befehle, Mann. Mir gefällt diese Website. Ja, mir auch, ne? Ich bin raus. Mir gefällt diese Website auch. Bier trinken, wobei Wein mag ich lieber. Wo wir gerade beim Thema sind. Ich gieße aber schnell an. Wobei ich gleich aber eine kurze Pause machen muss, weil Frisch ist wahrscheinlich gleich ins Bett geht. Ich glaube, er war gerade die letzte Runde mit dem Pauzi. Wenn ich es richtig vernommen habe. Warum habe ich eigentlich diese scheiß Dinger zwischen? Warum steht da die ganze Zeit RT und B? Echt? Ich glaube, ich vermute es. Wissen tue ich es nicht. Aber warum steht bei mir die ganze Zeit RT und B? Das nervt. Das triggert mich. Kriegst du aber heute noch nicht weg, ne? Nur weil ich da vorhin in diese scheiß Szene reinkam. Naja, Wayne. Ui. Die Dinger gehen nicht weg. Das verwirrt. Das verwirrt einfach mega. Ich hab einen Bug. Comic Bug. Hilft doch nur schon. Ja, Problem ist, Mappa ist halt ja auch noch in ihrer Szene. Und ich weiß nicht, wo gespeichert wurde. Ich hab die Hoffnung, dass es, sobald man sich bewegen kann, wieder weggeht. Ist das weg? Es ist weg. Es ist weg. Warum hat Mappa sich denn dafür entschieden? Ja, soll mal ein paar Entscheidungen in Frage stellen. So, Mappa, trifft die richtige. Sieht aber nach einer Blutvergiftung aus. Hey, also, schlechte Neuigkeiten. Wie bitte? Das kann noch schlechter werden? Ja, also das sind vielleicht die Fischer, die ich etwas aufgezogen habe. Oh, verdammt, Conrad. Doch gute Neuigkeiten. Großartig. Oh, ich habe sie erkannt. Wieso ist das gut? Ich dachte, du fragst erst nach guten Neuigkeiten. Du bist so ein Idiot. Himmel! Ja, sie ist nicht, ob ich gleich in die Falle. Ich noch viel Spaß. Wir müssen uns befreien sofort. Okay, warte. Warte. Keine Chance. Scheiße. Sobald ich wieder dran bin mit einer Entscheidung, mache ich kurz auf Pause. Sofern wir noch in einem Raum sein sollten.
Zeit. Na. Ich habe Angst, dass du da eingeschlafen bist. Aber ich glaube, es dauert eh noch. Du schläfst doch immer so schnell ein. Warum? Die erste Taste sehe ich immer nicht. Ah, Arschloch. Dich komme ich später. Warum sehe ich immer die erste Taste nicht? Ich habe die Tastatur noch nicht mehr berührt. Niemand weiß, dass ihr hier seid, meine Lady. Ihr seid hier ganz allein. Machen wir das Beste draus. Du kannst mich mal kreuzweise, du Stück Scheiße. Du hast sie gehört. Was wollt ihr, Wichser, denn? Oh Gott. Langsam. Ruhig. Du machst mir manchmal so ein bisschen Sorge. Zeig dich von deiner besten Seite, kleiner Mann. Oh ja. Yeah. Okay. Okay. Hello, Darkness by Ultred. Warum hast du nichts gesagt? Halt! Halt dein, Alex! Aufhören, lass sie los! Hier, Bastard! Hey! Schwarzkopf! Halt die Scheißfresse! Verlass dich drauf, den schlagen Fliss und Julia die Köpfe ein. Nicht andersrum. Fliss scheint schon ziemlich dicke mit denen zu sein. Oh oh. Wo ist denn mein Bruder? Ich weiß nicht. Er ist bestimmt okay. Okay. Oh, ich bin allein mit Mappa. Hulala. Versteck deine Hände. Wenn wir Julia haben, können wir sie vielleicht überraschen. Okay, sie kommen. Hey, sexy lady. Verdammter Mist! Sie haben nach unseren Eltern gefragt. Was? Wie viel Geld sie haben. Viel. Alex, tut mir so leid. Was ist denn? Sie haben meinen Ring. Hey, schon gut, schon gut. Können wir nur abwarten, was sie mit uns vorhaben. Ja. Acht Sekunden. Der Sturm ist 8 Meilen weg. Sie kamen auf einem Boot. Nehmen wir das doch. Ja. Das ist ein Schnellboot. Der Cheftyp, der hat eine Knarre.
Warum trifft Mappa eigentlich so viele Entscheidungen? Ich will auch. Vielleicht schafft es einer von uns zum Boot. Hilfe holen. Haha, ich schaffe es. Komm ich aufs Boot. Der Typ mit der Knarre wird nichts merken, bis ich lange weg bin. 7 Sekunden. Ich kann durch das Fenster raus, wenn wir diese Dinger knacken. Zu laut, das hören Sie. Wir knacken sie, während es donnert. Gute Idee. Ich gehe durch das Fenster und dann zum Boot. Und ihr lenkt sie ab. Conrad, du, konzentrier dich und geh zum Boot. Okay, dann los jetzt. 1, 2. Muss ich? Oh, Scheiße. Du kannst mich mal. Conny, jetzt! Eine Arschkarte gezogen. Falsche Taste gedrückt. Alex, das ist verrückt. Hast gewonnen. Wir kommen nämlich mal ins Bett, bis du nicht den Panda hast. Alles gut, Ryan. Bring sie nach unten. Dann mache ich gleich mal was Stream auch mal auf groß. Alles gut. Schlaf auf jeden Fall schön, Ryan. Setz euch. Da drüben. Du, genau hier. Setzen. Jetzt. Arrêtez, bon de camp. C'est mon bateau. Stop. Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule. Komm her! Alles gut, Ryan. Alles gut. Wie gesagt, ich bin ja beim Mappa auch Mod. Dann achte ich einfach nebenbei noch drauf. Also alles gut. Ich kann jetzt zum Glück vom Handy aus drauf zugreifen. Dann lasse ich das nämlich übers Handy laufen. Und dass ich auf stumm habe. Das hört man mal gleich. Pass auf! Der Typ stellt sich schon wieder an. Sei doch nicht so ein Schreibaby. Ein Schreibaby. Schreibaby, schrei. Man betrifft schon wieder eine Entscheidung. Hey, Conrad. Du hast das versucht. Okay. Jetzt haltet die Fresse! Lass uns doch einfach nur reden. Du willst reden? Dann aber leise. Ach komm schon. Wir vertreiben nur unsere Zeit. Seid still. Der Kapitän sagt, halte den Mund. Also bitte. Warum steht bei mir immer erst Y?
Wie soll ich auf sowas reagieren, wenn er erst die Tastaturtaste da steht? Okay, ich bewege einfach die ganze Zeit den linken Analogstick. Komm jetzt mit. Sollte ja hoffentlich funktionieren. Finde raus, wie lange der Sturm noch dauert. Wie soll ich jetzt? Was? Irgendwas Krummes. Dann gibt es Konsequenzen. Ja, Konsequenzen. Verstanden. Verstanden. Duke of Milana bittet Wetterbericht. Over. Duke, wir hören Sie. Ist alles okay? Over. Hey, können Sie uns neue Infos über den Sturm geben? Ist ein bisschen heikel hier. Over. Großer Sturm kommt da von Osten. Trifft Sie wohl ziemlich hart, sollte aber in einer Stunde bei Ihnen durch sein. Sie klingen gestresst, Duke. Brauchen Sie eventuell Hilfe, sonst kriegen Sie bei Sturm keine Panik. Mein Charter ist etwas problematisch. Läuft nicht ganz so wie geplant. Wir haben langsam ernsthafte Probleme mit... Hey, sei vorsichtig. Weil das auch gar nicht auffällig ist, ne, wenn plötzlich der Empfang abbricht. Haha! Zu früh gefreut. Haha und passt doch. Stehst du da? Oh. Hey! Bewegung! Jetzt! Was zum Teufel, Alex? Nicht jetzt! Danke, schätze ich! Jetzt geht der Horror los. Das Schlimmste ist, ich habe so lange nichts mehr von Mappa gehört. Ich brauche Mappa. Schiss hab. Alle sind noch am Leben. Das noch. Hätte auch anders kommen können. Echt? Gutherzig, wie ich nun einmal bin, möchte ich Sie auf das vorbereiten, was Ihnen bevorsteht. Gespannt? Okay, Sie sind sich einig. Hier ein Hinweis. Der Kaufmann von Venedig, Akt 2, Szene 7. Der Prinz von Marokko holt eine Schriftrolle aus dem Auge eines Schädels und liest: Alles ist nicht Gold, was gleißt, wie man oft euch unterweist. Was? Nein, Kitty, das geht gar nicht. Jedenfalls haben Sie nun einen Punkt höchster Verzweiflung erreicht. Und möchten unbedingt zu ihrer Geschichte zurückkehren. Nein. Aber eines noch. Es ist vielleicht nicht alles, wie es scheint. Was spinnt das denn jetzt? Ah. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen.
das gleich am Ende. Junior, retire la tête d'animal. Merde. Mais on est où là? Oh my god. Nö, echt nicht. Los, beweg dich. Ja. Yeah. Ab jetzt dann wird's schlimm. Ab jetzt dann wird's richtig, richtig schlimm. Ich will nicht. Doch, wir wollen. Nein, wollen wir nicht. Ich pipi mich jetzt schon ein. Ach, was? Na doch. Das ist ganz, ganz schlimm. Dann geh pipi machen. Ja. Und für anderthalb Stunden haben wir doch schon geschafft. Ja, super. Echt toll. Ich hab Angst. Ganz große. Also ich hab alles gekackt, muss ich dazu sagen, ne? Wenn dann noch plötzlich Buchstaben aufgetaucht sind. So schnell konnte ich gar nicht. Ja, bei mir auch, aber bei mir lag es eher daran, dass dann plötzlich die Tastaturanzeige kam, dass ich S oder sowas drücken musste und ich dachte so, was, wie, was? wir spielen Man of Medan, Markus. Das, was auch im Titel und in der Kategorie steht. Man of Medan. Mit Mappa zusammen. Nein, ich habe jetzt einen Termin. Ich bin nicht drauf. Oh, hier geblieben. Aber wir machen eine kurze Pause. Ich muss einmal Fotos gut Nacht sagen und kurze Pipi-Pause. Ich muss die Raubtiere füttern und auf Essen suchen gehen. Stimmt, Raubtiere muss man auch füttern. Ja, dann bis gleich. Wird nicht lange dauern und ja, bei euch ist es Woman of Medan. Ja, stimmt, Woman of Medan. So, also ich bin gleich wieder da, beziehungsweise wir. Und dann bis gleich. Seid artig. Bis gleich. Hallo. And welcome to my repository. I am the curator. The curator of stories. Stories of love, hate, greed, and beauty. Life and death. It's all about decisions, isn't it? Decisions made in a hurry, in a panic, made with the heart instead of the head, or vice versa. And we have to live with those decisions, or die by them. Boom. But there are worse ways to go. Unfortunate death. It is the tax one pays for having lived, and it comes, eventually, to everybody. That's all for the moment. We'll talk again soon enough. We'll have the opportunity to account for all the actions that you've taken, or whatever mess you've made.